Du interessierst dich für ein Studium mit Zukunft, das Ingenieur- und Naturwissenschaften perfekt verbindet? Du möchtest zu Fortschritten in der Heilung von schweren Krankheiten beitragen oder innovative Materialien und Oberflächen entwickeln, die unser tägliches Leben erleichtern? Dann ist der Bachelorstudiengang Bio- und Nanotechnologie an der Fachhochschule Südwestfalen genau der richtige für dich. Nur in diesem Studiengang kannst du in Deutschland naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Aspekte aus den Bereichen Medizin, Pharmazie, Materialwissenschaften und Oberflächen zusammen studieren. Florian Feldmann hat in Iserlohn den Bachelorstudiengang Bio- und Nanotechnologie studiert. Ihm hat vor allem die Vielfalt dieses Studiengangs gefallen. Das Besondere an dem Studium war, dass es da viele unterschiedliche Themen gab. Es war halt nicht rein chemisch, es war nicht rein biologisch oder physikalisch, sondern es gab wirklich eine große Kombination auch aus diesen Angeboten. Auch Jan-Peter Budde ist überzeugt von der Kombination von Bio- und Nanotechnologie in einem Studium. Man kann sich sehr breit aufstellen hier, man kann eher in den biotechnologischen Bereich gehen, eher in den nanotechnologischen Bereich oder sagen wir mal eher Oberflächentechnik und kann damit dann eigentlich die Grundlagen schaffen, um sich anhand dessen dann zu spezialisieren hinterher im Berufsleben. Den Vorteil, dass man eigentlich in relativ vielen Themen mitsprechen kann. Ich kann mich da noch an Bewerbungsgespräche erinnern, wo ich gleichzeitig mit dem Ingenieur über Atmosphärenplasma gesprochen habe und mit der Biologin daneben über Blutplasma. Und das kriegt man nicht in so vielen Studiengängen, glaube ich, hin. Das hört sich alles spannend an. Aber was kann man damit im Anschluss machen? Ich arbeite jetzt in der Chemiebranche bei der Firma Dörken MKS Systeme in Herdecke. Wir stellen Korrosionsschutzlacke her. Meine Position nennt sich Product Engineer. Dass ich jetzt einen Doktor mache, das hängt damit zusammen, dass ich im letzten Jahr von unserer Geschäftsführung nochmal gefragt wurde. Und das fand ich eine hervorragende Idee. Und ja, habe die Herausforderung jetzt gerne nochmal angenommen, obwohl es jetzt schon ein paar Jahre nach meinem Studium sind. Aber ich glaube, dass ich mit dem Studium, was ich damals hier in Iserlohn gemacht habe, für die Doktorarbeit ganz gut gewappnet bin. Ich habe Bio-Nanotechnologie in Iserlohn studiert. Bis 2016 war das im Endeffekt. Und bin jetzt darüber quasi in die Medizinproduktebranche gewandert sozusagen, Stück für Stück. Erst über ein Beraterunternehmen, dann dort ein bisschen mehr Verantwortung übernommen und dann irgendwann bin ich zur Firma Milton jetzt gewechselt vor kurzem und bin da jetzt als Leiter, Gruppenleiter für die Qualitätskontrolle und Qualitätsbereich generell für den Hardware-Instruments-Bereich tätig. Wie du siehst, sind deine Berufsperspektiven hervorragend. Mit einem Bachelor in Bio- und Nanotechnologie stehen dir alle Wege offen. Ob Jobeinstieg in der Pharma, Lebensmittelindustrie, Umwelttechnik oder Oberflächentechnik, einem Masterstudium wie Life Science Engineering an der Fachhochschule Südwestfalen oder den Weg in die Forschung über eine Promotion. Hast du Lust bekommen, ein so vielseitiges und zukunftssicheres Fach zu studieren? Dann bewirb dich jetzt an der Fachhochschule Südwestfalen.